So wird die Gründung einer UG vorbereitet. Hallo meine Damen und Herren und herzlich willkommen. Ich bin André Kraus, ich bin Rechtsanwalt und ich bin spezialisiert auf Unternehmensrechtsfragen. Und jetzt geht es um die Vorbereitung der UG-Gründung und das in 4 Schritten. Der erste Schritt, das ist die Ausarbeitung eines Businessplans. Stellen Sie einen Businessplan auf, in dem Sie Ihre Tätigkeit ausführlich beschreiben, in dem Sie auch beschreiben, wie Sie operativ und vertrieblich tätig sein wollen. Aber nehmen Sie auch in den Businessplan auch auf, wie die Wettbewerbersituation ist, insbesondere was Ihre Alleinstellungsmerkmale sind. Und letzten Endes führen Sie eine Finanzplanung durch. Der zweite Vorbereitungsschritt, den ich immer wieder empfehle, ist es, die Finanzierung für Ihr Unternehmen zu sichern und auch die Betriebsmittel. Das bedeutet, sicherzustellen, wer führt Ihre Leistung durch, mit welchen Mitteln wird das passieren, ob und in welchen Räumlichkeiten beispielsweise. Wie ist der Vertrieb? Gibt es eine Webseite zum Beispiel? Der dritte Schritt der Vorbereitung einer Gründung ist die Klärung des rechtlichen Rahmens. Und dazu gehören für mich auch 2 Schritte. Zunächst einmal sollte geklärt werden, ob die Rechtsform, die Sie gewählen, die richtige Rechtsform für Ihr Unternehmen ist. Eine UG ist beispielsweise dann einschlägig, wenn Sie insbesondere Ihre persönliche Haftung als Gründer ausschließen wollen, aber über ein Stammkapital von unter 12.500 Euro verfügen, sodass eine GmbH nicht gegründet werden kann. Aber es kann auch beispielsweise eine UG und Co. KG in Ihrem Fall eher einschlägig sein, wenn Sie beispielsweise von Anfang an über Investoren verfügen, die auch schnell Entnahmen planen und steuerlich neutral bzw. steuerlich besser entnehmen wollen. Das ist nämlich bei einer UG und Co. KG der Fall. Denkbar ist aber auch beispielsweise, dass Sie im gemeinnützigen Feld tätig sind, dann sollte eine gemeinnützige UG gegründet werden. Neben der Rechtsformwahl ist von hoher Relevanz die Frage, ob Sie im von Ihnen angedachten Geschäftsfeld auch tätig sein können. Das heißt, die Klärung, sind die Voraussetzungen für eine Tätigkeit, die von Ihnen angedacht worden sind, überhaupt erfüllt? In den allermeisten Fällen ist das der Fall, denn es genügt in den allermeisten Fällen eine einfache Gewerbeanmeldung. Aber es gibt die Sonderfälle, in denen für den Betrieb der von Ihnen angedachten Tätigkeit eine besondere Zulassung erforderlich ist, beispielsweise bei einem Makler oder bei einer Zeitarbeitsfirma. Da müssen in der Person des Geschäftsführers die Voraussetzungen dafür vorliegen. Ein anderer Sonderfall sind die freien Berufe und da gibt es auch einige, bei denen es eine besondere Zulassung bedarf, beispielsweise Architekten oder zum Beispiel Rechtsanwälte oder Steuerberater. Das zu den rechtlichen Voraussetzungen. Und der vierte und letzte Schritt der Vorbereitung der Gründung einer UG sollte aus meiner Sichtweise sein, dass Sie den von Ihnen angedachten Firmennamen, aber auch den Namen Ihres Produkts oder Ihrer Dienstleistung überprüfen lassen, ob der so verwendet werden kann. Und insbesondere relevant ist dort, ob er markenrechtlichen Grundsätzen genügt. Insbesondere, ob es nicht schon einen identischen oder ähnlichen Namen einer Ware oder Dienstleistung gibt, der bereits auch angemeldet worden ist. Das sollten Sie auch im Vorfeld einer Gründung am besten überprüfen, um später nicht Ihre Markennamen nochmal ändern zu müssen. Woran Sie auch denken könnten, wäre es auch eine entsprechende Marke auch anzumelden, damit es dann nicht wiederum andere machen können. Ich hoffe sehr, dass es für Sie informativ und aufschlussreich war. Ich habe für Sie eine Menge juristischer Informationen zur Gründung einer UG auf unserer Webseite bereitgestellt. Und wenn Sie selbst an die Gründung einer UG denken, können Sie uns gerne über unsere Webseite zu einer kostenfreien Erstberatung kontaktieren oder uns gleich online zur Gründung Ihrer UG beauftragen. Vielen Dank für Ihr Interesse und gerne bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.